Die Augsburger Wirtschaftsreferentin Eva Weber blickt dahin, wo bald das neue Technologiezentrum stehen soll. Denn morgen ist der Spatenstich für das Herzstück des Innovationsparks. Das Technologiezentrum wird ein Gebäude sein, so groß wie ein Fußballfeld, das den Schnittpunkt darstellen soll zwischen Forschung und Entwicklung in der Universität und in den außeruniversitären Forschungsinstituten und aber dann die Entwicklungen in den Unternehmen. Und dieses Gebäude wird die besten Voraussetzungen dafür schaffen, dass Unternehmen eben mit Wissenschaftlern, mit Forschern, mit anderen Unternehmen gemeinsam an neuen Produkten arbeiten, die alle unter dem Dach Ressourceneffizienz zusammengefasst sind. Das Technologiezentrum ist ein wichtiger Schritt in Richtung Innovationspark. Auf einer Fläche von 70 Hektar soll hier in Zukunft das Wissen der Unternehmen und der wissenschaftlichen Einrichtungen gebündelt werden. Wir haben festgestellt, dass viele Produktionsunternehmen, die es ja in der Region zuhauf gibt, vor allem dann auch in der Region bleiben, wenn eben Forschungs- und Entwicklungskapazitäten auch am Standort da sind. Und das versuchen wir natürlich zu unterstützen, indem wir die bestmöglichen Rahmenbedingungen für diese Unternehmen schaffen. Bereits vor Ort sind die Fraunhofer-Projektgruppe und das DLR, also das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das DLR erforscht hier in Augsburg neue Methoden der Produktionstechnologie. Der Innovationspark erwies sich dafür als geeigneter Standort, da Partner aus Forschung und Industrie auch direkt vor Ort sind. Durch das neue Technologiezentrum können wir in Augsburg nahe der Universität und der Hochschule gemeinsam mit der Industrie noch enger zusammenarbeiten. Und der Weg von der Idee zur Innovation wird dadurch deutlich kürzer. Auch für die Fraunhofer-Projektgruppe und ihre Forschung im Bereich Produktionstechnik ist der Innovationspark als Standort bestens geeignet. Wir sind hier auf einem sehr großen Campus, der natürlich jetzt auch noch Zuwachs bekommt. Wir haben zum einen die Universität Augsburg, wir haben als Nachbargebäude das DLR. Es werden sich auch noch einige Firmen, vor allem auch mittelständische Firmen, hier ansiedeln am Innovationspark. Das heißt, wir haben quasi die geballte Kompetenz der CFK-Branche auf einem Fleck und können so sehr schnell reagieren und miteinander arbeiten. Der Innovationspark Augsburg, ein Ort, um Wissenschaftler und Unternehmer zusammenzubringen, die gemeinsam neue Prozesse und Produkte entwickeln.